Hi Gude und herzlich willkommen zur neuen Runde Rise of the Space Lords. Wir spielen das System Starfinder. Jetzt habe ich mich schon selbst reingeschlawinert und so. Ja, heute in der 13. Runde der unbekannte Feind. Heute mit dabei der Kako als Corvis. Nabend. Der Reg Jackson als Network 16. Guten Abend. Der Black Suicide als Koru. Hoi. Und der Pikachu als Snickers und der heutige Resimator. Palim Palim. Wir haben das letzte Mal damit gestartet, dass der epischste Angriffwurf von mir nicht gezählt hat und wir irgend so ein ganz seltsames Vieh da kalt gemacht haben. Das hat irgendwie den Captain infiziert. Wodurch er so Stimmungsschwankungen hatte und wurde dann von den Viechern wohl besser wahrgenommen. Dann haben wir uns aber weiter durch diese Höhle durchgeschlagen. Haben dann so eine komische Statue gefunden, die aus irgendeinem Metall wohl ist. Wo halt so ein Menschenskelett quasi drauf abgebildet war mit irgendeinem ganz seltsamen Zeichen, mit dem von uns irgendwie keiner was anfangen konnte. Dann sind wir weitergegangen, haben so einen komischen, großen, ja, Metallblock, haben wir später rausgefunden, der aus irgendwelchen kleinen Nanites besteht, wo auch dieses komische Zeichen wieder drauf ist. Und da hat meine Wenigkeit eine ganz schlimme Erfahrung gemacht, denn ich habe das erste Mal Schaden genommen in der Zeit. Und ja, sprich, wir kamen da aber dann auch raus. Also ich habe wirklich HP verloren, keine Stamina-Points, darum geht's. Aber das hat unser Werter Koru eigentlich sehr schnell wieder beheben können. Das Schlimme war, dass der Captain hat einfach gedacht hat, hey, ich mach das wie das kleine pelzige Tier, was wir dabei haben, und stürm einfach mal durch die nächste Tür. Und siehe da, da steht jetzt auf einmal so ein großes, grünes, leuchtendes Skelett, wie wir vorher gefunden haben, was auch aus Metall besteht und was irgendwie nicht so ganz erfreut war, uns zu sehen. Viel Schaden haben wir dem wenig gemacht. Und auf jeden Fall haben wir es dann irgendwie geschafft, das Vieh in den komischen Quecksilberbrunnen, der da stand, reinzuschubsen, wo drauf er dann rauskam und drei weiße Klone irgendwie von sich hatte. Oder die zumindest so ähnlich aussahen, nur irgendwie weiß. Da haben wir es aber dann kurzerhand geschafft, diese Tür nochmal zu verschließen. Und zwar mit einem hiesigen erstellten Draht und einem Feuerlöscher, den ich damals bei Network erworben hatte.
Ja, haben die Tür auf jeden Fall zugeklemmt und die Viecher sind uns lange nicht hinterher. Dann haben wir eine neue Falle gestellt, weil wir gemerkt haben, die verfolgen uns. Oder zumindest der große Grüne davon. Die Falle hat auf jeden Fall zuschlagen können, dass Koru ihm irgendwelche Käfer an den Kopf werfen konnte, wodurch er seine Resistenzen verloren hat, weil, warum auch immer, hat er herausgefunden, dass das Vieh extreme Resistenzen hat gegen alles Mögliche. Schadensresistenz, Immunität, das heilt sich sehr schnell und überhaupt. Also einfach asozial. Und irgendwie hat es von uns keiner geschafft, ihm das Schwert abzunehmen. Mal davon abgesehen, dass er nur wirklich Kontakt mit dem Captain hatte. Also, ja, sind dann da wieder zurück und wir haben den gerade umgeschubst. Der hat die Käfer draufgeklatscht. Ich wollte eigentlich gerade das Vieh voll fett wieder angreifen und schießen, während es noch am Boden liegt. Und da gab es irgendwie ein super lautes Krachen irgendwo hinter uns, wo wir diesen, ach so, Sinspawn, das hieß das erste ekelhafte Vieh, wo wir das dann gerade, und da von da der Richtung kam dann irgendwie ein lautes Gerumpels und damit haben wir aufgehört. Falls ich jetzt irgendwas vergessen habe, abgekürzt habe oder sonst irgendwas, guckt euch das von letzter Woche nochmal an. Es ist sehr zu empfehlen, es in anderthalb oder 1,75-facher Geschwindigkeit anzugucken. Es macht echt Spaß. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Party on, weil ich bin dran und habe diesmal noch nicht vorgewürfelt. Ja. Ja, dann übernehmen wir den Satz doch direkt. Party on, Wayne. Warum sagt jetzt keiner Party on Garth? Mann. Ich würde ja, aber das wäre jetzt blöd. Gut. Ich hab's gesagt, aber ich war gemutet, verdammt. Ja, verdammt. Ja, dann passt ja super. Gehen wir direkt wieder in die Kampfszene rein. Snickers ist in der Turn Order dran. Und ja, du hast gerade hinter dir aus dem Gang dieses Einsturzgeräusch gehört. Hinter mir, weil ich stehe ja in dem Ausgang oder hinter... Stimmt, nein, genau, von Richtung Corvus Network, Koro, und die haben es hinter sich gehört. Ja. Weit weg von mir, stehe noch genug dazwischen. Ich guck mir aber den liegenden Gegner an, dieses elende Skelettleuchte-Vieh, und Trick Attack. Übliche Manöver. Hau raus. Lass die 1000 also Würfel rollen. Ja, genau. Roll on. Rollen. Ho, treff ich mit einer 16. Er liegt. Das ist schon mal die wichtigste Information. Ganz genau. Ah, fuck, verdammt. Stopp, halt, stopp, zurück. Bevor ich hab nichts gesagt. Ah. Ja gut, aber mein Survival-Wurf habe ich geschafft. Somit zählt der Trick Attack. Und ich würde sagen, wir nehmen den Wurf von vorher einfach, okay? Ja. Aber selbst wenn er noch liegend wäre, würde er nicht treffen gegen die Arc Pistoles ERK. Aber ich habe gerade vom Regel SL gehört, dass er schon wieder stand. Ja, dann. Ja, gut, aber das Schöne ist ja, dadurch, dass ich aber meinen Survival-Wurf geschafft habe, wird er dadurch automatisch flat-footed. Das ist sehr gut. Und das hält an bis zur nächsten Runde. Sehr gut. Ja, dann schlägt dein Lichtbogen, deine Arc-Pistel neben ihm in die Wand ein. Was trifft doch nicht? Nein. Er ist auch für mich flat-footed. Ja. Moment. Auch für dich flatfooted. Flatfooted ist minus Dex-Bonus ja auch, ne? Hi. Oh ja, der hat einen Dex-Bonus von 5. Dann triffst du. Ich wollte gerade sagen, wir haben das letzte Mal nämlich auch mit einer 16 getroffen. Ja, das weiß ich noch. Ja. Hau raus, das Ding. Hau raus. Ja, dann kriegt der BÄM! Volle 11 Schockschaden. In the face. Oder in the Körper. Körper, ja. Um es zu klären, meine Käfer.
Keine Immunitäten oder so. Der hat. Ne, der hat nur Damage Reduction, der hat. Rüstung hat doch Resistance, aber nicht. Und Immunität, aber nicht gegen Elektro. Zusätzliche Effekte. Gut. Ja, dann hört ihr jetzt ein Schreien hinter euch aus dem Gang. Was für ein Schreien? Dieses hohe, pitchige Schreien von diesen weißen Viechern. Ein ganz großes Kino. Ganz großes Kino, ganz genau. Und dann seht ihr aus der Dunkelheit hinter euch einen dieser Sinspawns treten. Aber warum? Ich sehe nichts. Was hat das mit Rassist zu tun? Egal. Ja, einer geht auf Alan 50, auf der tritt neben Alan 52, hebt seine große, klauenbehaarte Hand und schlägt einmal zu. Holy balls. Ja. Und jetzt schaue ich gerade mal nach. Mit einer 18 gehe ich davon aus. Wo steht denn jetzt hier die Art da? Ja, mit. Ich will nochmal darauf hinweisen: er hatte von unserem werten Baum auf jeden Fall irgendwelche Injektionsfeature bekommen, wodurch seine Rüstung erhöht wurde. Nochmal bitte, kamst du ja gerade nicht an. Er hatte irgendwelche Käfer bekommen, wodurch seine Rüstung erhöht wurde. Ein Punkt mehr ist leider nicht kein Gamechanger. Und ja, das gibt mit einem sehr miesen Schlag der Klaue über die Brust bzw. den Bauch von Alan 7 Trefferpunkte. Aber wenn ich das richtig erinnere, dann zeigt sie auch keine Schmerzen, weil sie ja irgendwie. Ja. Nee. Ist ja minus 0. Ja. Ja. Gibt es ja minus 0 von 30. Egal. Aber dafür ist jetzt Alan direkt wieder dran und kann sich dafür rächen. Allerdings wird die weiter auf dieses Metallwesen vor sich einschlagen, weil das für sie der größere Feind ist. Danke. Bitte. Oh, Free Attack. Sicher. Und der ist flat-footed, das heißt, der erste trifft mit 8 Slashing Damage, gleist ihre Sonnenklaue durch dieses metallene, ich nenne es mal Gewebe, in Ermangelung eines besseren Wortes. Und reißt da Stücke aus der Metallverkleidung heraus. Network 16. Befinde mich quasi gerade in einem kleinen Dilemma, da von beiden Seiten diese Sim-Spawns kommen. Allerdings ist der Captain gerade gegen zwei Gegner antreten. Und Korv ist ja ein guter Schütze, der kann den Herannahenden bestimmt aufhalten. Deswegen werde ich mal auf den Sim-Spawn oben beim Captain schießen. Sinspawn, okay. Gab da es. Nahkampfschießen gab Malus, ne? Regel SL. Nahkampf minus 2 oder. Ja. Nein, ich hatte das mal nachgeschaut. Marco minus 2? Das, oder. Ja. Ich hatte das mal nachgeschaut. Es steht zumindest nicht in der Version des Grundregelwerks. Ultra leise. Okay, ich habe das Mikrofon direkt hier. Ja, viel, viel besser. Okay, ich rede jetzt einfach mal ein bisschen lauter. Ja. Ich hatte das mal nachgeschaut. Ich dachte immer, es wäre minus 2. Aber tatsächlich, in der Version, die ich habe, kann sein, dass die mittlerweile eine neue rausgebracht haben. Gibt es keinen Malus dafür. Also. Ja, dann nehmen wir keinen Malus. Ich habe nichts. Ich habe zumindest den natürlich auch für euch. Was soll der Geiz? Ja, Wollingen. Obwohl, den Sinspawn.
Moment. Da muss der SL nochmal. Geht auf die ERC. Trifft ganz locker. Yes! Wird dann wieder locker steif Pose gerade eben noch auf den anderen Zinsporn geschossen. Fritz zur Seite gedreht und der Arm dann einmal nach links rüber gestreckt von Networks jetzt in der Position aus nach hinten gefeuert. Weil zur Seite. Und wahrscheinlich mit mehr Glück als Verstand, aber er hat ihn getroffen. Ja, und dann brennst du mit deiner Laserpistole, wo ist jetzt da? Achso, Fire 4, 4 Schadenspunkte rein. Jo. Und brennst ihm ein Loch in die Schulter. Yes. Gut, dann ist der blinde Baum dran. Gut, ich spüre sämtliche Bedrohungen um mich herum und hoffe, dass Network richtig liegt und Corvus sich um den Hinteren kümmert. Sieht für mich doch sehr angeschlagen aus und zwei Feinde sind so viel des Guten. Also gehe ich mal näher ran. Mhm. Ein Körper dazwischen ist besser als kein Körper dazwischen. Mhm. Und obwohl die Reihenfolge würde ich gerne ändern. Ich will erst den skelettartigen Typen angreifen und also um Zauber wirken und dann gehen. Dann näher rein. Ja. Kannst du machen. Rollgemäsche. 12. Was? 12 ist ein Angriff und ja. Muss über seine EAKKRK. Vollkommen richtig. Ja, nein. Ja, nein, trotzdem. Gut, ich gehe dann näher ran. Also der Kiesel, den ich gefunden habe neben mir, der war echt klein. Nice try. Der war halt plönk. Gut, damit ist die skelettartige, metallene Kreatur vor euch dran. Ich habe nicht aufgeschrieben, was für ein Wrecker hat. Ich glaube, ein Dreier. Minus 4 jetzt. Minus 4 was? Dreck. Angriff. Alles. Ja, ja. Auch Lebensenergie-Regeneration? Ich versuch's einfach. Nein. Nein, der hat immer noch seine Dreier-Rack. Es ist okay. Dann greift der nochmal mit seinem Hyperphasenschwert unsere Kapitänin an. Autsch. Trifft. Es, war nett, sie kennengelernt zu haben, Captain. Und tschüss, Sparrow. Ja, zieht er eine schwere Wunde durch die Seite. Aber die Kapitänin steht noch. Knurrt natürlich durch die Zähne. Aber bleibt standhaft. Corvus! Das Vieh ja wahrscheinlich direkt auf mich zuläuft. Leider der Götter. Würde ich jetzt erst einmal, ich habe ja mein Gewehr noch in meiner Hand, würde ich meine Bewegungsaktion dafür nutzen, dass Vale später dann eine volle Runde bekommt. Mhm. Und dann mit meiner Standardaktion auf das Wesen einmal versuchen zu schießen mit meinem Laser-Rifle. Auf das Wesen meinst du auf das Metallskelett oder auf einen des Synth-Spawns? Nein. Auf den Synth-Spawn. Hab eben vergessen zu sagen, dass wir bitte alle das Skelettwesen angreifen, weil meine Käferkrütze nicht ewig hält. Jetzt zu spät, jetzt habe ich angesagt. Aber sehr das gut. Max Damage. Das ist richtig, richtig gut. Ja, du schießt dem großen Teil aus dem Hals raus. Ja, ich brülle auch so nach hinten. Network, pass auf! Ich stell mich dazwischen! Dann.
dieser massive Treffer. Mhm. Und dann ist auch Vale dran. Der ist da halt ziemlich unnütz. Man, er hat noch Leben, ne? Ach komm, das ist eine Situation, ja. Vale würde, also bewegungstechnisch reicht das, bewegt sich halt durch den Nahkampf durch. Also, ne, da ja sehr klein ist. Dann dürfen die halt aber gerne meine Drohne gerne versuchen zu mappen. Ja. Also eine Attack of Opportunity. Der kann ja durch bedrohtes Feld gehen, oder weil der so klein ist. Bekommt dann halt nur einen Angriff von dem wie hieß er nochmal? Xeldarim? Das ist halt die Frage, das bedrohte Feld liegt ja neben einem Monster oder ist ein Monster selbst auch ein bedrohtes Feld? Worum geht's gerade? Wenn jetzt der Vale von ansonsten würde er halt nur hier quasi an das gegenüberliegende Feld gehen, zum Synthborn und dann einmal auf ihn einschlagen. Durch den Xeldarim. Also läuft er durch ein bedrohtes Feld von dem Synthborn und durch ein bedrohtes Feld von dem Xeldarim. Das ist das bedrohte Feld. Für beide. Ja, aber dann, wenn er da durchläuft, läuft er nochmal durch ein bedrohtes Feld. Aber er darf kein zweites Mal angreifen. Ja, okay. Na gut, wenn er so viele Attack of Opportunities hat, dann... Nein. Gut, dann... Du, das Forsten Vale kommt dann erst... Ja, der hat ja eine sehr, sehr große Bewegungsreichweite, deswegen würde ich ihn eben zum Schutz halt hier hinziehen, damit der Network abschirmt. Und dann dürfen halt beide auf ihn einmal schlagen. Einmal der Attack of Opportunity von dem Xeldarim-Krieger. Nein. 7 trifft absolut nicht. Sehr schön. Patzer! Stimmt, das ist ein Patzer. Oh, klasse. Dann verliert der sein Schwert oder was ist Patzerregel bei... Man muss den einmal bestätigen. Also nochmal quasi einen Angriff und würde, also trifft er dann quasi ganz normal die Drohne, dann passiert nichts. Wenn er das jetzt nicht schafft, mich zu treffen, dann walte du deines Amtes als SL. Das würde treffen. Ja, trifft einfach nur nicht, okay. Ja, und genau. Dann haut direkt der Synthspawn hinterher. Trifft. Moment. Oder? Moment. Muss ich kurz schauen, wo ich das aufgeschrieben habe, denn ich meine tatsächlich. Es trifft. Ja, dann schlagen die Klauen des Synthborns zeitgleichmäßige parallele. Riefen in die Seiten von Vale. Entschuldigung, es trifft tatsächlich nicht, weil ich nochmal plus 4 AC kriege gegen Attacks of Opportunity mit Vale. Ah, ja, dann weil ich das Talent geholt habe. In die Luft. Gut, ja. Vale hat sich bewegt, macht er sonst noch was? Der bleibt da erstmal halt und, oder? Ja, nee, der bleibt da erstmal und schirmt sein Network ab. Hatte der nicht eine Laserpistole und könnte auf den anderen Synthspawn schießen? Der hat eine Flammenpistole, aber ich meine, da hatte ich keine Munition mehr für. Die hatte ich für die anderen Synthspawn, die da vorher waren, bereits benutzt. Okay. Deswegen wird das nicht funktionieren. Vale braucht Ersatzmagazine, wir sehen das. Snickers! Wir hoffen jetzt auf einen Crit. Ja, das hoffen wir alle. Also zuallererst, gucke ich ihn aus. Ich den Skelettvieh nochmal Trick attacken kann. Ne, das klappt leider nicht. Das heißt, ich schieße nur ganz normal auf ihn drauf. Mhm. Und er ist nicht mehr flat-footed damit. Mhm. Ja. Schön, es passiert, aber sonst nichts weiter, also. Ja, klar. Trifft. Und sogar ziemlich gut.
Ja, wieder schlägt. Ja, das Schöne wäre halt mit der Arkpiste, wenn ich da kritte, springt es ja über. Deshalb hatte ich da drauf gehofft. Mm-hmm. Weil dann würde ich den Sinspawn noch mittreffen. Ja. So sind es halt leider einfach nur 7 Schaden auf das Vieh. Genau. Bogen schlägt aus seiner Pistole raus und trifft den Xeldarin direkt im Gesicht. Was er aber wortlos sozusagen hinnimmt. Dann sind wieder die Sinspawns dran. Leider hat Ellie eine Markierung von den Sinspawns. Bleibt deswegen trotzdem Ziel und mit einer 12 aber nicht. Nein. Kann sich unter dem Schlag des Sinspawns wegducken, beziehungsweise ein Stück nach hinten ausweichen und die Klaue schneidet nur die Luft, wo Ellie eben stand. Aber der andere Sinspawn kommt weiter auf Corvus zu und schlägt nach ihm. Ja, aber eine 5, denke ich, never mind. Nicht mal annähernd, ja. Das ist eine... Ne, ist keine 1, eine 3. Gut. Dann kann Ellie zum Gegenschlag ausholen mit ihrer Sonnenklaue. Und nochmal auf den Xeldarim-Krieger einschlagen. Oh. Ja, schlägt aber zweimal nur Löcher in die Luft. Kann sich in der Wut... Verletzung wahrscheinlich nicht beherrschen. Network. Ja. Das kam ja von Koro, der Ruf, man soll doch auf den Metallmann schießen. Deswegen quasi ein Stück nach links gezielt und eben auf eben diesen geschossen. Komm. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Boah, Bombe, ist sogar ein Crit, oder was? Ja, mit einer... Episch, 9. Und dann auch noch den Max-Damage gewürfelt. Ja, wunderbar, ja. Plus 4 Feuerschaden dann, also insgesamt 9, ja. Moment, Regel-Update. Ich habe gerade den kritischen Schaden nochmal gelesen. Wenn du eine 20 würfelst, machst du deinen Schadenswurf nochmal. Und bekommst alle Boni und alles extra noch drauf. Also das Burn triggert und du machst Schaden. Alles triggert nochmal, weil er eine 20 Schaden getroffen hat. Nee, beim ursprünglichen Wurf triggert das Burn und man würfelt alles nochmal. Das Burn ist nur der zusätzliche Effekt. Mhm, ne, genau, das meine ich ja. Der normale Crit heißt, du würfelst sämtlichen Schaden und alle Boni, die dabei passieren, nochmal. Ja, klar, aber das Burn triggert beim ersten Wurf. Und beim zweiten. Aber es triggert auch beim ersten Wurf nur, weil es ein Crit ist. Das Burn triggert ja nicht immer, oder? Korrekt. Ja, gut. Alles klar. Ja, dann... Also richtig schön. Bitte nochmal, Reg. Ja, das mache ich doch mit Freuden. Großem Vergnügen. So, zweiter Neustartversuch. Ich habe einen neuen Stream-Schlüssel generiert. Und bin jetzt in dem neuen Livestream starten. Na, das meinte Koali, mit da oben muss man draufklicken. Ja, ich verstehe. Na, dauert wohl ein bisschen, weil da steht immer noch Software verbinden. So, jetzt ist verbunden. Jetzt kann ich oben auf Starten klicken. Wird gestartet und wir sind ab jetzt live. Es ist so toll. Gut. Also sagt zumindest mein Live-Control-Room. Ich weiß natürlich nicht, unter welcher... Dann hau ich mal den Chat ins neue Fenster. Sagt nochmal Hallo. Ja, hallo. Weiß nicht, ob sie es wussten. Ah, es ist so toll alles. Ja, wieder da, genau, ja, Chirobi. Technik, die begeistert. Gut, aber
Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Wir springen direkt wieder right in das Scene, right in den Kampf. Und haben da nochmal ein paar Neuerungen, regeltechnisch, beziehungsweise Informationen rausgefunden. Da ist auch meine Kampfmusik. Und zwar hat gerade der Network 16 einen kritischen Treffer gelandet und bei Rise of the Rune Lords ist, beziehungsweise bei Starfinder ist es so, dass dann nicht der nur der additive plus D4 Feuerschaden jetzt bei der Laserpistole dazukommt, sondern ein komplett neuer Schadenswurf der Laserpistole, wo dieser Feuerschaden nochmal draufkommt, den der Ratch jetzt nochmal auswürfeln darf. Also nochmal ein D4. Mit Freude und Vergnügen. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei 13 Schadenspunkten. 17. Da ist sein Reduction noch an. Damage Reduction? Ja, die ist da. Ja. Also, du hast den noch weggenommen. Die Damage Reduction habe ich entfernt, richtig? Ja, genau. Weil du sagst, das hält nicht ewig. Ja, gut, dann löst sich der Schuss aus deiner Laserpistole, bohrt sich in diesen Eisenkrieger hinein. Und dann darfst du mal beschreiben, Reg, wie genau du ihn triffst und damit tötest. Behalten und dann ohne groß nachzudenken einfach abgedrückt in eine grobe Richtung des dieses Metallskeletts und der Laserschuss fliegt dann quasi genau zwischen Koru und Ellie durch und diesem Wesen, das versucht noch mit dem Schild abzublocken, aber nicht schnell genug ist, bis dann genau dort in die Brust sich brennt, wo so bei einem Mensch das Herz sitzen würde. Ja, dann fällt es genauso stumm, wie es die ganze Zeit davor war, in sich zusammen. Auf den Boden. Aber gerade als es den Boden berührt, merkt ihr eine Art grünliches Glühen. Und sowohl der Körper als auch das Schwert, als auch das Schild verschwinden. Natürlich tun sie das. Das war unerwartet. Besser weg als nochmal aufstehen. Korrekt. Gut. Hättest du jetzt nicht noch sagen müssen, ha, wie unzivilisiert? Ich hätte jetzt eher aufgewartet. Danke, dass sie bei Omni Consumer Products eingekauft haben. Gut, aber Koru ist dran. Es stehen ja noch zwei Sinsborns. Das ist richtig, ja. Ich mache einen Zauber, du machst einen Attack of Opportunity. Klingt am fairen Deal. Wäre nur richtig. Zieh nicht mit Konzentration zaubern und so. Aber in einem Nahkampf heißt der Attack of Opportunity. Konzentration? Ich kann auch normal. Warte. Die Frage ist ja erstmal, erkennt der Sinsborn, dass der Baum zaubert? Tja, wenn er einen Baumzauberdetektor hat, vielleicht. Nee, ich mache einen normalen Angriff. Einen normalen Angriff. Genau. Ich hab ja. Er rankt. Fringe, ne? Kanüle und ramm ihm das. Alles klar. Mit Geschwindigkeit. Weg los, werd groß. Jetzt. Er macht 1000 Würfel, sieht's gut aus. Reisingen. Impressiv. Ja, der Tag des Crits, habe ich ja gehört. Was heißt plus Injection DC plus 2? Was ich ihm da jetzt mit ramme, hat dann einen erhöhten Schwierigkeitsgrad da sitzt. Ah. Komm,
Sehr gut, ja, Jerobi. Er ist wirklich gut. Warten auf Roll 20. Wir warten auf Roll 20, das gehört dazu. Gut, Fancy denkt sich auch, warum so viel Würfel? Nice. Also. Du hast ein D4. Ja, schon. Da ist die 2. Ich hab einfach den Angriff wiederholt. Ja, aber du hast doch einmal ein D4 Schaden plus nochmal ein D4 für extra Gebubbelschaden. Mach das du? Automatisch mit. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das ist quasi der Crit-Schaden. Nochmal. Der Crit-Schaden ist ja das, was bei der Waffe dabei steht. Deswegen habe ich ja eben dreimal gesagt, wenn du eine Waffe hast, die nochmal einen D4 Feuerschaden macht, dann sagtest du, aber der ganze Waffenschaden kommt nochmal drauf. Ja, weil meine macht keine speziellen Schaden extra. Ah ja, verstehe. Also zum Beispiel hier, schlechtes Beispiel. Was haben wir denn? Hat denn Ellie für einen Schaden? Wieso sehe ich bei der jetzt keine Ausrüstung? Sonnenklaue macht ein D6 plus 5. Achso, und die hat aber jetzt keine extra, zumindest nicht hier zu sehen. Egal. Nehmen wir jetzt mal so hin. Das heißt, du machst dem jetzt nur 8 Schaden. So wie es aussieht, mache ich dem nur 8 Schaden. Das ist richtig. Gold. Aber weil ich gemein bin, hatte ich die Kanüle natürlich mit Grütze gefüllt, die er jetzt kriegt und sich jetzt deswegen etwas langsamer bewegt und minus 2 auf seine AC bekommt. RK, KLK, beides. Minus 2. Toll, nur Luft die KLK. Corvus. Ich glaube aber beides. Ja, ich habe ja noch ein Wesen vor mir. Genau. Das kann eigentlich gar nicht sein. Also ich habe das normalerweise immer hier. Mach jetzt einfach so. Da ich mich ja nur wegbewegen kann aus dem Nahkampf heraus, ist das ein kleines Problem, weil Network da so im Weg steht. Es tut mir ja leid, ich bin ja nur ehrlich. Ich kann halt nicht viel machen. Ich mach mal einen gesicherten 5-Foot-Step dahin, damit das Ding mich nämlich nicht haut. Und dann, das habe ich jetzt nicht angesprochen, deswegen würfel ich das einfach nur so. Mache ich mal einen ich kann keinen Nahkampfangriff machen. Ich habe keine Waffe in der Hand. Mit dem Kolben von deinem Schwer. Das kann ich machen, aber. Dings zu überschlagen von deinem Gewehr und sagen, es ist eine improvisierte Waffe. Mhm, ja. Nee. Ups. Nee. Gar nicht. Ich wollte gerade noch gesagt haben, wenn er jetzt fällt, macht er sein Gewehr noch kaputt. Ob ich das bestätige? Jo. Sag, was passiert. Ist ein kritischer Fehlschlag. Ja, dann würde ich sagen, schlägst du mit Macht nach seinem Kopf, der zieht den Kopf auf Seite und du hast da so viel Wucht reingelegt, dass jetzt die Waffe entgleitet und quasi hinter Vale da an die Wand fliegt. Und es da liegt. Vale ist dran. Ja. Da, er könnte jetzt, weil er ja diesen Manipulatorarm hat, nach diesem Ding greifen und es mir zuwerfen. Das ist allerdings immer dieser Synthborn im Weg. Und um den muss er sich erstmal kümmern. Heißt, er macht jetzt erstmal auch einen unbewaffneten Angriff, weil mehr kann er ja auch nicht machen. Leider keine Nahkampfwaffe. Mit 1 Million Würfen. Nee. Keine Chance. Nee. Haut er leider vorbei. Schade, ja. Man hört Vale in seiner, was auch immer, Robotersprache fluchen, aber jetzt ist Snickers dran. Ich gucke jetzt mir diesen anderen Synthspawn vor Ellie aus. Und ich sehe, dass der ganz ungünstig da steht und erwischen jetzt hoffentlich auf dem falschen Fuß. Das funktioniert, weil ich immer noch weiß, dass das Vieh ein HG von 2 hatte.
somit klappt mein Survival. Ab sofort ist er jetzt flat-footed. Ja. Und ich mache einen Trick Attack. Bombe. Crit, crit, crit. Fuck. Ich glaube, ich treffe nicht mit einer 13, oder? Eher K oder KK? Mit meiner Arc-Pistol. Ja, eher K, dann triffst du. Ja, dann kriegt der 10 Schaden. Bombe. Ja, der lichte Bogen schlägt durch die Dunkelheit im Gang. Und ja, der Sinsborn erzittert unter dem Lichtbogen, der in ihn einschlägt. Und er ihn ziemlich ramponiert zurücklässt. Aber noch steht er. Und erhebt seine klauenbewehrte Hand auf diejenige, die mit seiner Markierung versehen wurde, einzuschlagen. Der Sinsborn wurde verletzt. Achso, der hat, genau, der Sinsborn wollte gerade nach Ellie schlagen. Oh, mit einer 22. Sogar ein Crit. Kacke. Da kommt die plus 6 direkt dazu. Schmerzhaft. Schmerzhaft, schmerzhaft. Dann kriegt Ellie weitere 10 Trefferpunkte und ist auf 3 runter. Wird man da irgendwann ohnmächtig? Erst ab 0. Ab 0, okay. Ja, dann muss Ellie schwer damit kämpfen, sich auf den Beinen zu halten. Aber es ist auch noch ein zweiter Sinsborn mit dabei, der jetzt nach Corvus schlägt, der leider unbewaffnet vor ihm steht. Oder zumindest seine große Waffe nicht mehr. Trifft durch eine 18. Ja, eine 18 trifft. Dann kriegst du 6 Schadenspunkte mit einem Klauenhieb. Nein. Aber zum Glück gehen erst die Stamina-Punkte weg. Aua! Leute, ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Kommt gleich. Captain, gehst du bitte auf Seite? Kann er erst schlagen und dann gehen? Ja. Five Footstep. Ja, kann er machen. Er kann zuerst eine Standardaktion machen, dann mit so einer Bewegungsaktion und dann Five Footstep. Jetzt draufsetzen, den umzuhauen, weil dann hauen nochmal, aber dann darf er keine Full Attack machen. Mhm. Genau. Ja, dann hebt Ellie nochmal ihre Sonnenklaue, um ihren Peiniger endlich mal über den nicht vorhandenen Jordan zu schicken. Vielleicht gibt's da einen Jordan. Und mit einer 17 ist das sehr gut getroffen. Immerhin 7 Schaden. Und macht einen 5-Foot-Step nach hinten. Nope. Genau, mit 7 Schaden spaltet sie ihm den Kopf mit dem Sonnenklauenangriff. Und der zweite Sinsborn geht. Beziehungsweise der erste Sinsborn geht zu Boden. Und Network kann seine Laserpistole auf den anderen richten, der neben ihm steht. Ja, das macht er nun doch direkt. Vielleicht nur vorher ein 5-Foot-Step, weil sonst darf er nicht schlagen. Bist du ja leise. Ah, ich. Hä? Ich hab eigentlich meinen Pegel wieder hochgestellt. Ah, ich hab dich schon verstanden. Ja gut, dann mache ich einen 5-Foot-Step zurück und schieße dann auf den Sinspawn. Ich guck mal, ob ich bestätige. Ja, das ist ein kritischer Patzer. Ja, dann gast die Batterie deines deiner Laserpistole aus und du musst neu laden. Cool. Verdammt, naja, die war sowieso fast leer. Ich hab das gespürt, dass das Gewehr jetzt links neben mir liegt, richtig? Ja. Ist ja, wenn du Umgebung spüren hast, ja, merkst du einen Einschlag neben dir. Gut, dann hebe ich das einfach telekinetisch hoch und schleudere das Corvus zurück.
Irgendwas würfeln? Ich kann meinen Angriffswurf dafür machen. Aber ich will ihn ja nicht angreifen, ich will ihm das ja einfach nur rüberlassen. Ja, klar. Für diese Telekinese zu aktivieren, meine ich. Nee, dann kannst du, Trip, deswegen kannst du das. Ah ja, gut, das war die eigentlich Info. Mehr Schaden, aber anstatt dass ich den nach dem Sin spawn, werfe ich den nach Corvus und anstatt ihn zu treffen, werfe ich sie ihm zu. Mhm, das ist normal. Und ruf das dann auch hier, fang! Ja. Bam! Greife das mit meiner Clown oder mit langen Fingernägeln bewährten Hand. Ich hoffe, dass mein Mikrofon wieder vernünftig ist. Ja. Skype. Bah. Ja, dann bin ich ja dann dran, auch, ja, genau. Wie es aussieht. Genau. Dann würde ich jetzt einen Five-Foot-Step machen. Mhm. Zwar hier so nach schräg hinten. Und dann einmal mit meinem Gewehr schießen. Bitte. Jawohl. Eine Million Würfel. Trifft leider nicht. Der ist verdammt zäh hier. Gut, dann ist Vale dran. Achso. Ja, der versucht einen unbewaffneten Angriff. Also ein mit seinem Manipulatorarm. Macht so ein Boxen. Oh, trifft ihn auch wahrscheinlich. Ja, trifft definitiv und macht auch 3 Schaden. Und das ist auch gut so. Ja. Genau. Road Punch. Ja. Dann ist Snickers, der sich jetzt aber irgendwie ein bisschen bewegen muss, weil er sieht seinen Gegner gerade nicht. Stürmisch vor. Zwischen den Beinen des Captains und von Network vorbei, gucke jetzt an Koro zurück in diesen Raum und sehe, dass der Sinspawn mit dem Rücken zu mir steht, was es mir vereinfacht, ihn von hinten zu treffen, und ich erstmal gucke, dass ich ihn wieder auf dem falschen Fuß erwische. Ich survivale, überrage ihn um 10, bringen tut's mir nix. Aber ich treffe den ganz, ganz falsch. So was wie Erfolgsgrade fehlt einfach. Ja. Und Trick Attacker aber. Moment. Tu das. Gucken, was die Arc-Piste. Ja, er ist zwar flat-footed, aber ich glaube, dass da tut sich nichts. Obwohl, warte. Flat-footed. Ah, ne, der hat einen bekackten GE-Wert. Ne, dann schlägt die Arc-Pistol. Der Arc-Pistol-Schuss leider nebenan in die Wand. Ich ruf dann nur noch so, hey Hässling, hierher! Ja, da einfach von eurer Seite mehr Firepower kommt, geht er wirklich einen Schritt nach vorne und schlägt auf das nächste, was er in seiner Reichweite sehen kann. Und das ist leider Network. Das ist aber ein Vale? Kann ein Five-Foot-Step machen? Können das Kreaturen? Ja. Dann macht er ein Five-Foot-Step. Die können das auch. Ja, nö. Mit 8. Kannst du deinen sauber gebügelten Anzug aus der Klauenreichweite rausziehen? Na. Ellen hatte keine Fernkampfwaffen, ne? Ne. Richtig. Ja. Ja, dann feuert ihr euch von an. Los, Jungs, macht die nieder! Network, wie lange brauchst du für ein Reload? Das weiß ich nicht, Kako, wie lange brauche ich für ein Reload? Wenn da sonst nichts beisteht, dauert das einfach nur eine Bewegungsaktion. Eine Bewegungsaktion. Sollst du dein Magazin irgendwie am Gürtel tragen oder so? Wenn nicht, dann muss es halt aus dem Rucksack rauskramen und dann quasi nachladen. Also ich glaube, Network hat die in der extra dafür in das Sakko eingenähten Tasche, in der Innentasche, bin ich ziemlich sicher. Natürlich, das ist ein ganz cool Omnitech-Firmenanzug, der eben auch mit
Verteidigungsmitteln für die Außendienstmitarbeiter ausgestattet ist. Da ist natürlich auch eine Magazintasche drin. Die sind aber sehr zuvorkommend, ey. Da muss ich glaube ich auch mal arbeiten. Der Network ein bisschen mehr Kampferfahrung hat, kriegt er so einen Halterstreifen an den Rücken, dass er die Pistolen hinter dem Rücken zusammenschlagen kann, dabei nachlädt. Wie bei das ist na, cool Assassin, ja. Zuerst ist ja. Noch Hitman. Ja, okay, dann lädst du die Runde nach. Wenn es so die Bewegungsaktion ist, kann ich dann sogar noch feuern, oder? Ach so, ja, dann ja. Bitte. Piu, piu. Ja, wunderbar. Dann einmal schnell nachgeladen. Na warte, du Unholz. Kapaui. Ach, schade. Schießt leider vorbei. Brennst ein Loch mit deinem Laserstrahl in die Decke. Aber triffst nicht Corvus. Nee, falls bin ich raus. Koro. Immerhin etwas. Den Schritt zur Seite. Kuro bewegt sich weg. Und wirke meinen Zauber. Wieder irgendwas aufhebe und nach dem Sinspawn schmeiße. Hoffentlich kriegst du bald andere Zauber. Nee. Wie? Nee. Nee. Ich level der Zauber nicht mehr. Gut. Eine 12 KRK wahrscheinlich, wenn du jetzt was wirfst. Ja. Flatfooted. Ja, trifft. Ein Damage. Trifft, ja. Einen Damage. Damage! Er hat Damage gesagt. Damage ist in the house. Gott, Damage. Genau. Corvus. Das wäre jetzt aber episch gewesen, hätte das ihn getötet. ich gebe... Ja, ich will mich jetzt nicht weiter wegbewegen, deswegen gebe ich Velma eine komplette Aktion. Mhm. Und ja, ich schieße auch, wie Netbook das immer die ganze Zeit so wunderbar formuliert, auf diesen Unhold. Bitte! Immer drauf! Energy! Ich hab meine Taschenlampe aus Versehen angemacht, der macht nur einen Schaden. Ja, der trefft. Sehe lauter Streifschüsse, unzählige Brandwunden an diesem Sinspawn. Vielleicht steht der sogar drauf, wer weiß das schon so genau. Uff! Natürlich hab ich. Gerade eben. Vale. Throat Hit. Ja. In Ermangelung Sachen macht er. Der macht mal eine Full Attack. Der drischt jetzt auf den einen. Drohnen Tai Chi. Oh, die 19. Mit 4 Schaden. Wow. Man sieht quasi Vale einmal durch die Luft rotieren und dann mit seiner. Er hat ja auch einen mechanischen Schweif, ne? Genau. Einmal durchs Gesicht peitschen und so ein paar von diesen Zähnen wegfliegen. Klar. Kiefer brechen. 4 Schaden sind 4 Schaden. Aber es hängt mal wieder an Snickers, den Tag zu retten. Okay, Frage. Also ich gucke ihn mir erstmal aus. Er hat ja gerade Zähne verloren. Ich survivaliere ihn. Ja, und Trick-Attacke. Schaden wäre schön gewesen. Ich mag Roll 20 manchmal nicht. Ich glaube, mit einer 8 treffe ich ihn nicht. Leider geht nicht, der Lichtbogen wieder an ihm vorbei und der Sinspawn ist dran. Ich glaube, ich darf noch 5 Foot steppen, oder? Ja. Yep. Weil, oder wenn ich mich jetzt ganz wegbewege, dann darf er mir zuhauen, oder? Wie war das? Ja. Wenn du ein Feld, das er bedroht, durchläufst, wenn du dich jetzt zurückziehst, schräg nach hinten, gehst du aus dem Feld, das er bedroht, raus. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also wenn ich da hingehen würde, tut's nix. Müsste die Frage weitergeben an Kako oder Das Rex, war, denn, das wäre ein Feld zu weit, aber da der andere Sinspawn ja tot ist, könntest du dich so auf den draufstellen. Du bist auch nicht ja groß. Klar, ne, es war ja nur die Frage, ob ich mich hinter Koro stellen kann. Nee, das. Also so dürfte er dich halt hauen. Ja, gut, nee, dann bewege ich mich einfach dahin. Ja.
Ja. Dann sag es denn hier los. Ruhig. Wir machen den Platz, also wir machen dem Sinspawn jetzt wieder Platz, dass er wieder an Ellie rankommt. Ach fuck, warte. Könnte ich auch sagen, ich bleibe einfach stehen und akzeptiere es, wenn er mich angreift. Klar. Ich mach das. Ich nehm's hin wie ein Mann. Yeah. Wie ein echter Waschbär. Wie ein echter Waschbär. Aber wir haben ja eben schon festgestellt, dass Sinspawns wahnsinnig persistente Kreaturen sind und eben hatte er schon Network angegriffen. Deswegen macht er das jetzt erstmal wieder. Aber nee, auch hier mit einer 3 einen Patzer gewürfelt. Heute ist der Tag des Patzers, habe ich gehört. Hätte ich durch 14 getroffen? Moment. Darauf muss ich jetzt mal nachschauen. Ja, 14 hätte mich getroffen. Okay, dann schlägt er nur vorbei, wieder zerteilt diese unglaublich lange Klaue vor dir die Luft. Ellie feuert euch weit auf ihn an. Jungs, was ist denn hier los? Macht die platt! Und dann bist du auch wieder dran mit frisch geladener Laserpistole Network. Das, ich habe das Ganze jetzt nicht bis dahin überstanden, nur um auf den letzten Drücker noch einen Kratzer in den Anzug zu kriegen. Ich schieß auf ihn. Ja, bitte. Ja. Der Tag der Extreme. Klassiker. Ja, so soll es öfter mal laufen. Brennst ihm ein großes Loch in den Bauch für 8 Trefferpunkte. Und Damage. Ja. Also, seine Waffe ist anders konzipiert als meine. Müssen wir nachher mal diskutieren. Du bist aber auch dran. Ja, dann macht er. Deswegen hat er gerade gekrittet. Dann macht er ja mehr Damage jetzt. Achso, soll ich nochmal würfeln? Ja, würfel nochmal. Deswegen. Deine 2W4s darfst du jetzt schmeißen, wenn ich das richtig sehe, oder? Oder 1W6 und 1W4? Was macht die Schaden? Das sind dann 2W4. 2W4 plus 1 ist das. Ah ja, dann 1W4 plus 1 plus W4. Mhm. Los, kill it. Also 2W4 plus 1, sagen wir es doch einfach. Gummen. Ich gehe Takamas! Okay. Oh, das sind dann 6. Insgesamt. Perfekt, dann darfst du beschreiben, wie du ihn tötest. Yes, gut. Bin gerade noch so einmal mit dem Schlag ausgewichen, indem ich mir einfach so wenig nach hinten gebeugt hat, so Matrix-Style, noch nicht ganz so elegant und auch nicht ganz so weit nach hinten. So gut ist Network nicht in Balance halten. Kommt dann wieder nach oben, streckt halt wieder mit seinem steifen, relativ steifen Arm dann die Laserpistole nach vorne und da das Vieh direkt ihm gegenübersteht, steckt die dann quasi schon im Mund des Sin-Eaters drin, des Sin-Spawns drin. Und dann wird einfach nur abgedrückt nach dem Spruch und der Laserstrahl brennt sich durch den Kopf des Viehs, tritt zum Hinterkopf wieder raus. Ja, und das Vieh geht schreiend zu Boden. Damit kehrt Bewegungslosigkeit und Ruhe um euch herum in diese seltsame Höhle mit diesen seltsamen Kreaturen wieder ein. Ist er ehrlich tot? Das sieht ganz danach aus. Das war ein guter Treffer. Also läuft knack, knack, als ich mein Gewehr auch mal nachlade. Ein wirklich seltsamer Ort voller Kuriositäten. Aber ich würde sagen, dass von hier die Goblins nicht kamen. Nee, würde ich auch mal ausgehen. Wir müssen uns aber echt mal ein bisschen mehr über diese Xeldarim informieren. Also diese Rüstung, dieses Material, das war der Wahnsinn. Also was der alles ausgehalten hat. Und der hat das regeneriert. Ob die Bürgermeisterin weiß, dass solche Wesen unter ihrer Stadt wohnen.
Wohl ich nicht. Wir gleich klären. Snickers, mach mal kurz Platz, ich muss zum Captain. Ja, er geht gefühlt eigentlich über mich hinweg, während ich nur einfach so ein bisschen seinen Wurzeln ausweiche. Limbo, ja, Limboa. Ja. Everybody has a chance. Ja, und ich kümmere mich dann jetzt um Ellie. Ja, die da an der Seite hängt. Ah, ist nur eine Fleischwunde. Nebst dem und der und der Fellow. Au, 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 au. Lass das! Ich piek jetzt gerade in Sämtlich. Du bohrst mit deinen Ranken nicht in mir drumherum! Koru! Doch. Gar nicht desperat aus solche. Mindestens 1,5 Meter und so. Captain, Sie hören sich schon an wie dieser Foxglow. Oh. Da zieht sich das Revier zurecht. Hast recht, Edward. Danke. Dabei wollte ich dir gerade frisch gemachten Honig verabreichen. Honig? Habe ich gerade Honig gehört? Nehme ich. Die Bienen in meiner rechten Ranke produzieren den gerade. Bienenkacke, los, her damit! Captain, nur um euch aufzuklären, das ist mehr Kotze als Kacke. Ist mir egal, Hauptsache es ist süß. Okay, das sind Sachen, die ich alles gar nicht wissen wollte. Organische Lebensformen haben immer irgendwie etwas Absonderliches an sich. Danke, Ned. Nicht persönlich gemeint. Ist schon gut. Ich verstehe. Ich würde einmal nochmal an die Stelle gehen, wo vorher der Xeldarim, ich krieg den Namen, ja genau, Xeldarim lag. Sind da irgendwelche Rückstände noch zu sehen von dem, oder ist er wirklich restlos weg, alles von ihm? Ja, du, so wie du das eben gesehen hast, der dort desintegriert ist, würdest du sagen, irgendeine Art von Transportertechnologie hat ihn weggebracht. Krass, was es nicht alles auf Galarium nur gibt. Dort, ich hab den Planeten immer noch als erstes entdeckt. Dort nach Rückständen scannst oder per Veil scannst, siehst du tatsächlich Subraumpartikel. Als wenn hier ein Feld im Subraum geöffnet wurde. Okay, das ist unfassbar abgefahren. Hier, könnt ihr das sehen? Dort ist auf den Scanner, den ich dabei habe. Halt den runter! Los! Ja, hier, da. Siehst du das hier? Auf der Anzeige. Der mittlere. Subraumpartikel. Lass es auf der Zunge zergehen. Der wurde in den... Ich kann nicht genau sagen, wie es funktioniert, aber das ist richtig, richtig heißer Scheiß. Also... Ja, verstehe schon. Sowas brauchen wir auch. Sowas braucht die ganze Galaxis, Mann. Wir, also, das ist über Paktweltenstandard. Okay, sagen wir, das haben wir beide als erstes entdeckt. Okay, cool. Ja. Ist bar. Ja, ich klatsch ab. Also. Ja. Genau, dann kommt. Kommt zuerst. Ich klatsch einfach drauf. Wie auch immer. Also, Leute, das ist richtig, richtig hohe Technologie. Also. Alter, bei Triune, das ist richtig heißer Scheiß. Aber generell dieser Typ, ich meine, habt ihr gesehen, wie das Material, wie das Metall sich so Schritt für Schritt regeneriert hat? Das ist der Wahnsinn. Also, ich meine, klar, das haben wir ja oben auch schon gesehen, aber. Das. Live in Action, puh! Also, das ging schneller wie Nanites. Ja. Oder, so, das ist schon, ja. Vor allem auch, es hat. Also, ohne deine. Wie auch immer die Tiere heißen. Sorry, Koro. Der hat einfach Laserschüsse. Hat alles Mögliche absorbiert. Und ich meine. Also, wenn hier noch mehr von denen sind, dann. Gnade uns irgendwer, aber Hauptsache Gnade uns dann. Was ja jetzt nur noch die große Frage ist, also ich glaube, wir sollten jetzt nicht direkt nochmal da hinten in diesen Raum reingehen, den wir eben mit dem Feuerlöscher zugemacht haben. Nein. Aber da war dieser komische Springbrunnen. Also ja. Dieser
kreischt da und es sah nach Quecksilber aus, ja, ich hab's auch gesehen. Mhm. Ach, das ist so fucked up, Mann. Ich hack mich das mal als Arzt gerade dazwischen. Hack. Wir machen hier jetzt eine 10-minütige Pause, dann hab ich alle Wunden von unserem lieben Captain versiegelt und erledigt. Und sie braucht auch diese Pause gerade. Was in regeltechnischen Angaben gerade ist, 15 HP innerhalb von 10 Minuten, die ich ihn heile. Und wenn sie einen Resolve Point ausgibt, hat sie auch ihre Ausdauer komplett zurück. Genau. Ja, ihr habt wohl recht. Du. Dann sollten wir am besten rausgehen, weil es hieß doch, dass die Goblins auch bald angreifen. Also jetzt so morgen und dann sollte der Captain auch fit sein und. Ja, auf jeden Fall. Hier gehen wir später wieder hin. Wir müssen vielleicht noch irgendwie gucken, dass wir den Zugang hier irgendwie mehr versiegeln oder so, wenn da noch so ein Ding ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich meine, habt ihr das Schwert gesehen? Das ging einfach durch Rüstung durchgefühlt. Das war. Das also, war grün. Ja, ja, hat grün, hat grün geleuchtet. Ich glaube, die Klinge war schwarz oder so. Dann. Das ist. Alter, das ist so krass. Ihr seht auch gerade, wie Corvus so richtig geflasht ist davon. So, wow. Also, wir. Ich glaube, wir sollten hier aber nicht irgend. Also, den Eingang oder das können wir hier überhaupt nicht verschließen. Das können wir, glaube ich, knicken. Ja, das stimmt wohl. Und ich glaube, das Vieh hat uns ja auch erst angegriffen, als wir einfach in diese Höhle rein sind. Und die Tür war ja wieder zu. Okay, jetzt hat sie wieder aufgemacht. Ja. Weil es scheint ja schon so, als ob wir es irgendwie. Als ob wir irgendetwas ausgelöst haben oder so, dass es erwacht ist oder so. Zumindest irgendetwas scheinen wir ausgelöst zu haben. Wenn hier einfach niemand reingeht, ich hoffe, dass hier niemand durchkommt. Ich meine, wenn es die Gorbos sind und die in die richtige Kamera laufen, dann haben sie Pech gehabt. Aber es ist halt immer noch unter der Stadt. Ja, aber ich meine, ich würd jetzt mal ganz gerne. Weil ich hab einen innerlichen Kompass. Ja. Und zwar habe ich da so ein extra, so ein Chip für in mir drin. Ich weiß immer dementsprechend, wo Norden, Süden ist und alles. Befinden wir uns hier immer noch unter der Stadt? Nein. Wirklich direkt? Wo genau, oder ich kann ja dann dementsprechend, ich weiß davon, wo wir kamen, wo wir hingegangen sind. Wir sind ja in dieser, wir sind ja in der Glasbläserei unten drunter. Und die war ja eigentlich schon so ziemlich am Meer, oder Richtung Meer, Richtung Strand. Genau. Und da sind wir ja in den Tunnel rein. Und jetzt ist ja dann die Frage, wo befinden wir uns? Und wenn du möchtest, mache ich dafür gerne einen Wurf. Ja. Brauchst du nicht zu machen, aber ich muss das gerade nachschauen, wo der Tunnel genau hingeht. Er geht knapp 500 Meter weit, das weiß ich noch. Also. Nach Nordosten geht der, und wenn wir uns das nochmal auf der Karte von Sandpoint anschauen. Nordosten. Das heißt, irgendwo unter der Lost Coast Road am Meer kommt er raus. Also da wären wir jetzt irgendwo, oder was? Also außerhalb der normalen Stadtkarte seid ihr schon. Also sind wir auf jeden Fall weit gewandert, das meine ich schon. Naja, 500 Meter. Ja.
Die Stadt, obwohl ja irgendwo kurz vor der Stadt seid ihr. Aha. Gut. Das heißt, ja gut, wir sind da jetzt irgendwo abgeknickt. Das heißt, der normale Tunnel, den die Goblins benutzt haben, geht irgendwie ja noch einen guten Ecken weiter dann. Irgendwo da in den Wald vermutlich. Ja, du gehen kommt wir ja mal Cliff raus, oder? Also ihr seid oben am Meer, über dem Wald. Ja, ich meine, wir haben ja das Ende von dem Tunnel noch nicht gefunden. Wir hatten ja nur hier den Teil jetzt zuerst, oder? Doch, ihr seid ja weitergegangen und habt dann da die Klippen gesehen. Und seid dann zurück und habt dann irgendwann den eingestützten Teil... Also ich bin mir zumindest sicher, ich weiß es nicht. Aber es ist nicht mehr weit. Ihr seht quasi schon das helle Licht am Ende des Tunnels. Schöne Metapher. Also ist hier der Teil, den wir jetzt neu entdeckt haben, mehr quasi unter dem Wald gebaut, oder? Bitte? Das heißt, den Teil, den wir jetzt hier neu entdeckt haben... Der geht mehr so unter den Wald. Ganz genau. Ja, okay. Ja, crazy shit. Ja, gut. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt wissen, wenn hier unten jetzt irgendwas passiert oder so, dass nicht auf einmal Kathedrale einstürzt oder so ein Quatsch, sondern nein, die reißen einfach nur Wald ein. Genau. Ja. So, gut, ja, dann macht ihr eure wohlverdiente Erholungspause, damit der Captain wieder auf die Beine kommt. Koro tut seinen Job als Schiffsarzt und ja, ob die Heldengruppe weiter diese Katakomben untersucht oder zurückgeht und sich wieder Richtung Tower, Defense und Verteidigung der Stadt bewegt, das sehen wir dann beim nächsten Mal, da wir zum einen gern unseren Captain dabei hätten als Spieler und zum anderen, ja, es läuft halt im Moment nicht mehr live, gab Probleme mit YouTube, wir laden das jetzt nachher dann hoch und ja, nächstes Mal dann wieder in alter Frische. Aber ja, einer der größten Brocken an Gegnern ist zumindest jetzt mal aus dem Weg geräumt. Aber es gibt auch natürlich jetzt eine Menge neue Fragen. Wer sind diese Xeldarim? Was soll dieser Brunnen hier unten? Was haben die mit den Goblin-Angriffen zu tun? Haben sie was mit den Goblin-Angriffen zu tun? Das gilt es alles noch herauszufinden. Gut, das ja. Video wird man zwar erst ab morgen sehen können, aber Kako, gibt es eine Runde demnächst mit oder bei dir, auf die du aufmerksam machen möchtest? Ja, auf meinem Kanal dauert es noch ein bisschen. Ich meine, da ist es dann am 19. soweit, also in einer Woche genau. Da spielen wir nämlich, meine ich, Savage Worlds weiter. Nice. Das heißt, Ripper Brood, das ist quasi das, also... Da kann eigentlich Reg wahrscheinlich am besten was zu erzählen, aber ich kann es mal kurz zusammenfassen. Es ist halt so ein bisschen eine Rippers-Geschichte. Also, oder Reg, erzähl du am besten. Cooler ist das, ja. Ja, mach ich. Also, es ist eine quasi Homebrew-Urban-Fantasy-Story, so also spielt in der heutigen Zeit. Alles ein bisschen schräger und Teile des Plots habe ich tatsächlich aus dem Rippers-Setting entnommen, nur eben in die heutige Zeit verfrachtet. Genau. Und ansonsten, was mit mir ist, morgen auch auf diesem Kanal, also wenn das morgen erst hochgeladen wird, dann ist es heute für euch, wenn ihr es dann sofort nachschaut. 13.05. ist nämlich unser dreijähriges, unser super Jubiläum-Subble-Stream. Das ist unfassbar krass. 3 Jahre spielen wir schon Schattenjäger. Und ja, dementsprechend wird da auch ein bisschen gefeiert. Wir quatschen ein bisschen drüber, aber mehr dazu halt morgen. Ansonsten, glaube ich, spielen wir am 15. auch weiter. Nee. Genau. Dann ein paar Tage später dann geht die Runde direkt weiter. Es werden tolle Netzwerke wieder gesponnen. Ja, ansonsten für uns andere drei, beziehungsweise die anderen beiden Spieler, Pikachu, Black Suicide, die seht ihr am Donnerstag bei Rise of Tiamat wieder. Gut. Dann würde ich sagen, ja, in dem Fall gesondert. Danke fürs Nachschauen. Sorry für die Probleme, aber Technik ist nun mal Technik. Auf jeden Fall danke dafür. Wenn es dir gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben da. Wenn du Feedback, Anregungen oder sonstiges für uns hast, gerne unten drunter in die Kommentare. Die Feedback-Challenge ist immer noch on. Und ja, ansonsten ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Und gute Nacht.